Herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5. Und jetzt können wir auf jeden Fall uns hier mal um ihre Mission da kümmern, würde ich sagen. Komm her, Sahneschnittchen. Ich brauche deine Hilfe. Manche Leute glauben, dass die Aliens kommen. Huhu. Hab von der Sache im Gefängnis gehört. Adelaide Drotman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Jo, klingt nach einem Plan. Begib dich zum Feuerturm zum Ausguck und zur Jagdhütte. Alles klar. Gehen wir mal als allererstes. Weiß ich nicht, wohin. Ich würde sagen, als erstes mal nach hier. US-Bürger reisen in Asien oder den Mittleren Osten, um eine schnellstmögliche Einkehr zu bitten. So, zack. Fahren wir nochmal hoch. Ist ja hoffentlich nicht so weit weg. Also zumindest der eine. Die anderen beiden gehen aber auch auf jeden Fall von der Entfernung. Ich kann das Ziel sehen. Du siehst gar nichts. So, düsen wir da aber eben schnell hin. Das ist ja auch gleich hier vorne um die Ecke. Ja, Kurve sollte man schon nehmen, wenn sie da ist, ne? Man braucht ja nicht irgendwo gegenfahren. Wenn eine Frau am Knüppel sitzt, mach sie kalt und such weiter meine Tulip. Oh, verdammt. Aua. Ja, war klar. Aber ich hatte nicht die richtige Waffe ausgerüstet für diese scheiß Schilddinger und ich war zu langsam. Weil er irgendwie immer wieder auf die Wurfmesser wechselt, die ich absolut null gebrauchen kann. Aktuell. Müssen wir jetzt noch alle anderen beiden begib dich finden? Ja, okay, alles klar. Wir dürfen uns zum nächsten Punkt begeben, der ist dort oben. Ah, ist eine Mission hier oben. Ich seh's.
gar nichts, siehst du. Boah, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Das wird wohl nichts bringen. So, dann da mal hoch. Gucken wir mal, ob wir den Piloten finden. Taftwachturm. Ah, hier ist auf jeden Fall auch ein Peggy-Versteck irgendwo. Oh, verdammt. Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, flieg sie nicht meine Tulip. Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Alter. Nein, Alter, geh doch mal auf richtige Waffen. Alter. Alter. So. Schnell weg hier. Zum nächsten. War ja auch fast klar, dass der beim letzten ist. Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Man kann ja nicht immer so viel Glück haben wie damals mit dem Schlüssel, zum Beispiel, dass man direkt den richtigen Adler trifft. So viel Glück hat man ja meistens eher nicht. So. Gleich sind wir da. Das ist ja ganz gut, dass man da immer einen Hubschrauber dann direkt frei Haus kriegt, um zum nächsten Punkt zu fliegen. So, hier schon mal langsam Richtung Landeanflug. So, und runter gehen. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Okay, da drüben landet er.
Hoffentlich bleibt der Heli da stehen. Was haben wir an Waffen? Molotovs haben wir auf jeden Fall noch und ein bisschen Sprengstoff. Oh, hier sind wieder diese scheiß Blissfelder, ey. Habe ich gesagt. Fuck. Jetzt muss man auch noch hinterherlaufen, weil ich zu langsam war. So eine Scheiße. Aua, Mann. Oh, wechsel doch die Waffe ruhig noch langsamer. Alter, dass da ein Schuss, ein Treffer ist bei den Viechern. Das ist doch scheiße! Mann! Das ist doch... Alter! Diese verfickten Fotzen, ey. Entschuldigung. Alter, diese Schwergewichtsdinger sind so nervig einfach. Die sind so... Oh. Weil man die einfach so richtig beschissen klein kriegt. Meine Fresse. So, wieder hier anfangen. Na, mega geil, ey. Echt. Oh, ich hasse es, dieses Spiel manchmal. Echt. Und das werden einfach so viele mittlerweile von diesen schweren Dingern da. Ey, das... Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Naja, nerv mich nicht. Das scheiß süßen Heli, ey, wirklich. Also manchmal könnt ihr im Spiel den Arsch aufreißen, ey, wenn da wieder diese... Schwergewichtskackvögel da rumlaufen. So. Sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tulip, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunst. Ja, es gibt ja was, was mir nicht gefällt. Das sind diese Kack-Bliss-Container. Das waren die beiden schon mal. Nö, da war keiner, alles klar.
Was hat mich getroffen? Eine Rakete oder was? Ach komm, echt Spiel, wirklich. Oh Mann. Ich dachte, das wäre noch einer mit einem Scharfschützengewehr. Der hätte mir jetzt nicht so viel antun können. Eieieiei. Also so kann man auch viel Zeit mit Spray verbringen. Oh, das kriegen wir schon irgendwie. Schnell weg. So, das war er schon mal. Schade, dass wir keine Raketen hier zur Verfügung haben. Aber gut, ist nicht ganz so wild. Ach, guck dir das da oben mal an. Was haben wir hier denn? Alter. Wieso geht das Ding nicht kaputt? Es soll doch in die Luft fliegen. Jetzt haben wir es, alles klar. Dann fliegen wir jetzt mal schnell in die Richtung. Liefern das Ding mal eben kurz ab. So. Dann landen wir mal kurz. Ah, haben wir sogar schon abgeliefert, ohne dass wir... Schon wieder gekämpft, ne? Ah, wo sind sie denn alle hier? Na, kommt schon. So. Fertig.
Hier ist doch gar nichts. Niemand legt sich mit der Königin an. Gott, ja. Verdammt, dabei komme ich immer so auf Touren. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an, jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Sehr gerne. Mega. Mission abgeschlossen. Freundlicher Luftraum. Und wir können hier mal ganz kurz also Beute verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld in der Kasse und Munition aufrüsten. Auch das ist wichtig. Und dann gab es doch hier... Ach, da gibt es noch eine Hauptmission. Und da unten gibt es auch noch eine Nebenmission. Auch die können wir noch mal ganz kurz... Die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Das war eine wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. Ich hatte noch eine Herausforderung, wenn du... Ja, Moment, einmal ganz kurz. Futter, jetzt können wir auch gleich gucken. Gruppe... Gruppe. Hilfe auf Abruf. Jess Black, Cheeseburger, Peach, Adelia, Kämpfer, Gesamtkills. Und wie heißt sie nochmal? Warte mal. Jukeman. Ist Jukeman keine Herausforderung? Anscheinend ist Jukeman keine Herausforderung. Okay. Alles klar. Kämpfer Gesamtkills 0 von 15. Das heißt, wir müssen auch noch Kämpfe mal anheuern. Das. Okay. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Die Einheimischen nennen ihn Ragnar den Schrecklichen. Die Leute versuchen Ragnar schon ewig zu fangen, aber der ist verdammt stur. Er treibt sich gern an der kleinen Insel da drüben rum. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. Ragnar der Schreckliche. Und das ist jetzt eine Angelmission, oder? Ragnar der Schreckliche ist eine Angelmission. Alles klar, das ist eine Mission, die machen wir jetzt gerade nicht. Das ist eine Mission, die werde ich wahrscheinlich nicht im Let's Play machen, sondern einfach abschließen und dann übergeben wir das zusammen und dann ist gut. Dieser Chemieabfall ist eine Umweltkatastrophe. Du musst mir helfen. Ja, mache ich. Was willst du denn? Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Okay, Öko. Öko-Gorillas, das können wir mal verfolgen. Ist da hinten. Kann ich mir für den Weg den Hubschrauber leihen? Mit Sicherheit, ne? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann hätte ich gern meinen eigenen. Wenn die Liberalen mir meine Waffen nicht abnehmen konnten, dann diese Peggys erst recht nicht. Warte, habe ich dich in der Gruppe? Ich will dich gerade gar nicht in der Gruppe. Mal eben entlassen. Melde dich, wenn du mich brauchst. Jo. Wollte ich dich jetzt gar nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt, weil du bist keine Herausforderung. Und dann brauche ich dich bestimmt mal, aber aktuell noch nicht. So, denn... landen wir doch hier einfach mal. Im nahegelegenen Waldstück.
So. Hey, fast hätte ich's vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schlau was. Also finde den Computer, dann die Boote und dann finden wir ihre Container, die du dann zu Klump schießt. Yeah! Lalalala. Noch eine Minute. Ganz heimlicher Hack hier. Vierzig Sekunden noch. Such die Bedrohung! Das Ziel ist mein Gebäude! Gott ist fertig mit dir, Sünder! Nichts! Geht los. Ich habe meinen hier schon stehen. So, finden wir mal den Bootskonvoi. Ups. Haben wir mal eben Schrein noch schnell zerstört. Also fliegt er nicht in die Luft. Danke. So, wieder ein paar Widerstandspunkte. So einfach geht das. Hey, Deputy. Danke, dass du die Bliss-Transporte angegriffen hast. Faith-Leute nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Wird nicht schaden, wenn du noch mehr zerstörst. Ja. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft. Der Krieg gegen die Drogen. Story-Mission. Okay, haben wir da so eine kleine Story-Mission nebenbei gerade freigeschaltet. Sehr geil. Aber erst wollen wir hier diese... den Bootskonvoi zerstören. Wenn wir ihn dann gleich finden. Ich gehe mal davon aus, dass er da aus dem Tunnel da rauskommt. Steigen wir mal ein Stück höher, dass wir uns vielleicht nicht so richtig sehen oder mitkriegen.
Und so einfach folgen wir denen. Gucken, wo die hinfahren. Links rein oder? Na, glaube ich nicht, oder? Die fahren schon geradeaus weiter. Ah. Einfach geht das hier. Da wäre ich mir noch gar nicht so sicher. Ich hab schon ganz schön was zerstört. So ist das nicht, ne? Ist dir das nicht aufgefallen? Abgeschlossen, wie schön. Und die Tulip haben wir jetzt freigeschaltet. Mega. Und wir haben auch hier die letzte Stufe erreicht. Und haben neue Waffen freigeschaltet. Sehr geil. Okay, jetzt ist die Frage, wo fliegen wir jetzt kurz hin? So, wir haben hier relativ viel gemacht. Wir könnten da hinten nochmal hin. Oder wir landen mal hier bei dem Piper versteckt. Das wäre auch so eine Idee. Aber ich fliege da hin und dann sehen wir uns dort wieder in der nächsten Folge von Far Cry 5. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein und Zusehen. Bis dann. Tschüss.